Hallo und willkommen zu einem doch mittlerweile recht seltenen Age of Empires 2 Video. In diesem Video, das ist jetzt nichts mit der Kampagne zu tun hat, die ich da zuletzt aufgenommen hatte, aber da kommt noch eine neue Kampagne, keine Sorge. Ein neues Video, hier möchte ich eigentlich nur eine Mod vorstellen, eine Modifikation, einen Datensatz, den es jetzt gibt, der ist gar nicht mehr ausgewählt, sehe ich gerade, ich dachte, das hätte ich schon getan. Aber da seht ihr es, Age of Kings heißt der Spaß. Das ist eine Mod, die kann man sich hier einfach ganz normal im Spiel auch runterladen, müsst einfach nur nach dem Age of Kings Datensatz suchen. Da haben ein paar Content Creator, die werde ich auch natürlich noch verlinken, eine Mod erstellt, die einfach das Spiel quasi auf den Stand der Originalversion Age of Kings bringt, also noch vor der allerersten Erweiterung. Das heißt, es gibt nur die Originalvölker, können wir mal hier sehen auch, nur die Originalvölker, wie ihr seht. Das heißt auch die Technologiebäume sind auf diesem Stand, die Kosten aller Technologien, das Balancing des Spiels ist auf diesem Stand quasi zurückgesetzt. Das ist so ein bisschen diese Klassik quasi zurückgebracht in das moderne Spiel in dem Sinne. Denn vielleicht habt ihr ein ähnliches Gefühl, einen ähnlichen Eindruck wie ich. Mir sind die ganzen DLCs mittlerweile doch deutlich zu viel. Ich finde, wir haben viel zu viele Völker, viel zu viele Features und dass das Ganze sehr überladen ist. Und so ein bisschen Back to the Roots tut ja auch mal ganz gut. Diese Mod finde ich deshalb wirklich sehr cool. Wie gesagt, ich werde auch nochmal alles verlinken in der Videobeschreibung. Da habt ihr auch nochmal die Erklärvideos quasi von den Leuten, die das gemacht haben, die auch an einer weiteren Mod arbeiten für Age of Conquerors, also mit der ersten CD-Erweiterung damals noch, die Originalversion, mit der dann die Hunden zum Beispiel dazugekommen sind. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich wollte die Mod einmal zeigen. Sie ist aktuell, also sie ist nicht wirklich übersetzt, sage ich mal. Also man kann, ihr seht, das ist hier so ein bisschen auf Denglisch gerade. Das Spiel an sich auf Deutsch. Also wir haben hier so Wörter wie imperiale Kriege und Königsmord drin stehen, aber dann ist hier der Quatsch halt komplett auf Englisch. Ich weiß gar nicht, sind die Völker. Die Völker stehen jetzt hier auch auf Englisch. Ich glaube aber, alles, was nicht von dem Mod betroffen ist, bleibt halt auf Deutsch irgendwie. Es gibt auch Übersetzungsarbeiten daran. Ich weiß aber nicht, wie wichtig das ist, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist nicht so ausschlaggebend. Es geht mehr darum, dass nur die Originalvölker und Original-Balancing quasi verfügbar sind. Da sind ein paar sehr spannende Sachen dabei, sage ich mal. Also es hat schon seinen Grund, warum das teilweise geändert wurde. Aber wenn man, also zum Beispiel, das kann ich mal vielleicht hier zeigen, wenn ich mal auf den Technologiebaum gehe, gab es ja in der Originalversion gar keine Hellebardiere. Also da hört es beim Pikenträger bei der zweiten Stufe quasi auf. Und die Technologie für Zuchtauswahl, also die Bloodlines, gibt es im Stall auch nicht. Das heißt, die einzigen, die mehr Lebenspunkte auf ihren Kavallerieeinheiten, auf ihren Rittern haben, sind die Franken in dieser Version des Spiels, in der Originalversion des Spiels. Und so ein paar Sachen gibt es halt in dem Spiel. Husare gibt es im Übrigen auch nicht. Ne? Also das liegt jetzt hier nicht nur an den Briten. Also nehmen wir mal ein Volk, das Husare hätte normalerweise, die Byzantiner. Haben jetzt hier keine, wie ihr seht, und auch die haben keine Hellebardiere. Das hat ein ganz anderes Balancing und auch noch was Interessantes, das zu lustigen Spielen auf jeden Fall geführt hat. Das kann man hier nochmal sehen. Dorfzentren kosten kein Stein, die kosten nur 275 Holz. Also man kann hier deutlich mehr Dorfzentren bauen, ohne Stein sammeln zu müssen. So rum, sagen wir es mal. Ich werfe einfach mal eine Partie an und sollte vielleicht die Kartengröße entsprechend anpassen, dass wir ja auch genug Platz haben gleich. Jetzt teste ich nochmal einmal schnell, ob meine Aufnahme auch meinen Ton mitnimmt, sonst quatsche ich hier ins Leere. Ja, sieht gut aus. Und ich habe einfach mal ein paar KI-Gegner hier reingepackt. Habe jetzt nicht die Original-KI ausgewählt, das wäre auch vielleicht noch eine Maßnahme. Aber wenn die Version für Age of Conquerors rausbringen, dann würde ich das auf jeden Fall mal mit der Conquerors-KI auch spielen. Aber gucken wir jetzt erstmal rein, einfach, dass wir die kompetenteste KI quasi haben. Ich habe die Franken bekommen, das ist insofern lustig, weil ich quasi die übertrieben starken Paladine in dieser Version. Es gibt keine Hellebardiere und ich bin der Einzige mit den 20 extra Lebenspunkten. Also, ja, das ist auf jeden Fall eine gute Version. Hier sehe ich auch Michael der Stammerer hat die Byzantiner bekommen. Also auch hier wieder diese Mix aus Sprachen ein bisschen lustig. Aber hier der Tipp ist auf Englisch. Ja, interessant auf jeden Fall. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Das ist so ein Back to the Roots Ding. Da bin ich auf jeden Fall immer dabei. Nostalgie, damit kriegt man mich immer. Vielleicht hätte ich, um das Ganze noch authentischer zu machen, auch meine Mods, meine grafischen Mods ausstellen sollen. Habe ich jetzt vergessen. Aber vielleicht mache ich das beim nächsten Mal. Wollte euch einfach mal so teilhaben lassen an dieser Mod. Ich finde die wirklich super. Hab im Singleplayer damit viel Spaß. Bin jetzt wirklich, also wenn ich das Spiel mal spiele, ich spiele es aktuell halt wirklich nicht so viel. Dann bin ich eigentlich nur im Einzelspieler unterwegs und deshalb finde ich solche Sachen eigentlich ganz cool. Also ich bin momentan einfach nicht so drin, sage ich mal.
Aber das Spiel lässt mich natürlich nie so ganz los. Deshalb wird es auch immer wieder ein Video geben, egal wie gerade meine Motivation für das Spiel aussieht, einfach weil es immer wieder kommt. Ja, eine Sache noch, die gibt es ja bis. Bis wann war das denn so? Also, es war, glaube ich, erst in der Definitive Edition so, oder vielleicht noch in der HD-Version, ich bin mir nicht sicher, dass geändert wurde, dass die geteilte Sicht umsonst ist. Ich glaube, das war noch in der HD-Version, dass das so geändert wurde, dass Kartografie überhaupt nichts mehr kostet, dass man das quasi direkt entwickeln kann, sobald man einen Markt hat. Oder dass es sogar direkt kommt, sobald der Markt gebaut wird. Das war auch noch irgendwann eine weitere Änderung. Oh. Das war hier natürlich noch nicht der Fall. Das heißt, hier muss man, um zu sehen, was die Kollegen treiben, nicht nur einen Markt bauen, sondern auch Ressourcen ausgeben, um Kartografie zu erforschen. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht sehen, was die anderen so treiben. Was habe ich denn eigentlich für einen Ver Also mal bei mir ist der Michael der Stammerer, der orangene Byzantiner ist mein Verbündeter. Ich überlege, wie wir das Ganze hier angehen, ob ich modern oder. Ich würde eher klassisch spielen, sage ich mal. Also nicht moderne Strategie spielen. Auch wenn ich jetzt natürlich die moderne KI verwendet habe, die also wahrscheinlich eher modernere Strategien spielen wird. Aber nicht so. Ich werde jetzt nicht einen super schnellen Scouter spielen zum Beispiel. Das macht die KI ja sowieso selber nicht. Wir spielen jetzt einfach mal ganz klassisch einen Ritter-Rush, einen Knight-Rush mit den Franken. Klassischer geht's mit denen kaum. Ja, das heißt, jetzt habe ich auch alles eigentlich mehr oder weniger erforscht. Gehen wir mal hier zum Rehe anlocken. Ja, ansonsten, was gibt's noch an. Ja, viele Sachen, die weiß ich gar nicht mehr. Also, weil diese Version des Spiels habe ich wirklich nur als Kind gespielt. Erst als ich dann später wieder zum Spiel zurückkam, gab es schon, also schon in Anführungsstrichen, Age of Conquerors, also die erste Erweiterung mit den Hunden und Azteken und sowas. Das war dann die Version, die ich wirklich ein bisschen bewusster und dann irgendwann auch online gespielt habe. Das heißt, diese Version, die habe ich nicht so viel gespielt. Und es ist ja auch nicht 1 zu 1 natürlich das gleiche, es ist nur das Balancing in die Richtung halt angepasst und die Technologien und so ein Kram. Aber es kommt der Sache halt unter den Umständen, unter den gegebenen Möglichkeiten doch am nächsten, die klassische Version mal zu spielen. Weiß gar nicht, jetzt muss ich mal kurz nachschauen tatsächlich. So, man sieht auch mal hier, das muss man auch mal unterstreichen hier, das ist irgendwie alles deutlich kürzer, ne? Es gibt ja auch nur, bis auf bei den Goten, glaube ich. Oder war das bei den Goten hier auch noch anders? Das muss ich mal einmal checken. Gab es keine Spezialtechnologien? Warte mal. Oh. Gab es das nicht? Okay, wieder was gelernt. Es gab, also ich wollte damit sagen, dass es hier deutlich kürzer ausfällt, diese Beschreibung. Das ist ja heutzutage ein halber Aufsatz, aber okay, das war mir jetzt ehrlich gesagt nicht bewusst. Aber okay, es gibt kein Team, keine Spezialtechnologie in der Burg zu erforschen. Sehr interessant, das war mir nicht klar. Was er eigentlich sagen wollte, ist, dass wir den Bonus mit den schneller sammelnden Bären gar nicht haben als Franken. Normalerweise hätten in der modernen Version. Ich würde jetzt auch davon ausgehen, ich glaube, das ist ja auch lange nicht mehr geändert worden, dass die KIs im Team spielen, wenn sie in der Pocket-Position sind, dass sie dann also eigentlich immer den Ritter-Rush spielen. Von daher glaube ich, werde ich jetzt wahrscheinlich genau das gleiche machen wie mein Kollege hier in Lila, der Kelte. Übrigens auch Paladine. Tatsächlich in der Version, also gut, Paladine haben sie immer noch, aber Kelten haben Paladine und in dieser Version des Spiels, wo es keine Zuchtauswahl gibt, ist der Umstand, dass sie keine Zuchtauswahl bekommen, was in der neuen Version so ist, ja nicht ausschlaggebend, weil so, wenn man eine Technologie nicht hat, die es nicht gibt, dann ist es tatsächlich gar nicht so schlimm. Ja, liebes Reh. Glaube ich ziemlich schlecht im Reh anlocken mittlerweile wieder. Ich hatte so ein Gefühl, irgendwann mache ich es mal raus, aber jetzt scheine ich wieder bis am Anfang zu stehen, was das angeht, aber gut. Schlimmeres, dass man verlernen kann.
Sowas war jetzt auch wieder nicht gut. Naja. Mach jetzt sogar hier sowas wie 27 Populationen. Das können wir ja mittlerweile auch deutlich schneller spielen. Aber auch mit den fehlenden Wirtschaftsbonis ist das sicherlich hier nicht verkehrt, ein bisschen konservativer zu spielen und den Umständen entsprechend. Wir wollen Richtung Klassik gehen hier. Das soll Nostalgie aufkommen lassen. Eigentlich müsste ich auch die Spielgeschwindigkeit ein bisschen runterregeln. Dieses 1,7 ist, glaube ich, eine Geschwindigkeit, die einfach irgendwann an Age of Conquerors angepasst wurde, weil da irgendwas in Code falsch war. Ich weiß nicht, wie das in der Originalversion aussah. Ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf. Aber ja, egal. Ich habe noch gar nicht die Völker verglichen. Also wir haben die Briten und die Kelten, wie gesagt, natürlich im Team. So, mein Kollege, der Herr Michael Stammerer, ist bereits in der Feudalzeit. Und ja, dann haben wir, also wir haben das derzeit den Briten und die Kelten. Auf unserer Seite sind wir Franken und Byzantiner. Die Gegner haben die Sarazenen, die Türken, die Japaner und die Goten. Ja, also ich würde sagen, es ist eigentlich mehr oder weniger ausgeglichen. Ich würde es keinen ganz klaren Favoriten nennen. Vor allem, weil die Gegner halt zwei Völker mit guten Kamelen haben. Würde ich das jetzt nicht so ganz klar für eine der Seiten als Vorteil betrachten. Ich glaube, 9 auf Holz war dann doch zu viel des Guten tatsächlich, aber gut. Das war auch unnötig hier gerade, aber gut. So, wir schauen mal, was die beiden hier so treiben, der Orangene und der Hellblaue. Also ich hoffe, warte mal, es kann auch der Blaue sein tatsächlich, der auf der Seite gegen unseren Kollegen antritt. Warum habe ich eigentlich meine Kaserne jetzt hier hingebaut? Ist auch eine interessante Positionierung, aber gut. Ist tatsächlich der letzte jetzt hier gleich. Beim Team bin ich der letzte tatsächlich. Das heißt, die haben jetzt doch nochmal einen Tacken schneller gespielt, als ich das jetzt vermutet hätte. Gegen den Grauen, gegen den Guten. Ja gut, das wäre vielleicht eine Option, eine Idee wert, den frühzeitig anzugreifen. Im Late Game ja durchaus gefährlich. Die Guten. In jeder Version des Spiels. Aber hier haben sie gar keine Wirtschaftsboni, oder? Ich glaube, es gibt wirklich gar nichts, was diese richtig nach vorne bringt. So, jetzt noch den Weg in die nächste Zeit. Wunderbar. Wir holen uns das Holz-Upgrade. Wir holen uns Defensive auf den Turm hier hingebaut. Interessant, interessant. Ist es jetzt tatsächlich im Age of Kings nicht so schlimm, sage ich mal, weil man sich damit nicht wie in den späteren Versionen das erste Dorfzentrum so ein bisschen wirtschaftlich wegnimmt, weil man braucht ja keinen Stein, um ein Dorfzentrum zu bauen. Das ist vielleicht gar nicht so tragisch. Glaube ich, baue jetzt aber gleich kein Dorfzentrum erstmal, sondern mache das Ganze ein bisschen aggressiver. Einfach um dem Grauen so ein bisschen noch einen frühen Stoß zu versetzen. Sieht so aus, aber diesen Turm natürlich als Antwort auf eine Aggression oder vielleicht sogar präventiv gebaut hätte. Noch schief geraten. So. Läuft die Aufnahme noch ordentlich? Ja, alles gut. Oder? Ja, da steht roter Punkt dran, das sieht gut aus. Ich mache aber das jetzt so. Ich schicke so eine Handvoll, sagen wir mal, die ersten 4 Ritter zum Grauen, um dann einfach so ein bisschen zu piesacken, weil ich nicht im Late Game gegen einen starken Goten spielen will. Und dann spiele ich ein bisschen wirtschaftlicher. Warte. Doch, das Timing war eigentlich genau richtig jetzt hier, ne? Würde ich schon sagen. So, haben wir jetzt schon alles in der Schleife. Das heißt, jetzt kann ich... wir nehmen denn mal... euch drei nehmen.
hier ein Dorfzentrum hinzusetzen. Wunderbar. Damit gehen wir dann den Grauen ein wenig nerven. Jetzt haben wir hier gegen Sarazenen tatsächlich als direkten Gegner. Seite. Ja, no shit, habe ich gesehen, danke. Aber warte mal, woher war er das eigentlich? Hat er jetzt tatsächlich sich Kartografie schon geholt? Interessant. So, hier, lauf mal los. Wohin denn eigentlich mal? Ja, hier unten. Da sind auch irgendwelche toten Kasper von unserem. So, einen mehr haben wir schon mal. Wo könnten wir noch ein Dorfzentrum hinsetzen? Nämlich keinen so richtig guten Spot. Da war einfach direkt hier mal eins mit dran. Ach komm, und den lassen wir einfach weiter von alleine ein bisschen rumlaufen. Das ist ein neues Feature, ein modernes Feature, aber wir nutzen es auch mal. Ah, ihr bitte nicht hier hin. In der klassischen Version. Und was greift ihr an? Och Leute. Oh, da machen wir mit. Da machen wir auf jeden Fall mit. Ja, gut, damit hat der Graue, glaube ich, schon ziemlich gelitten. Wenn der sich hier schon einen Dorfbewohner-Fight liefern musste mit unserem Verbündeten. Ja, gut. Ich glaube, den Orangen können wir erstmal vernachlässigen. Der hat es, glaube ich, dann schon relativ hinter sich. Mit den, vor den Goten müssen wir keine weitere Angst mehr haben, erstmal. Das ist sehr gut. Weil, jetzt gleich wieder darüber nachdenke, wir haben jetzt hier den, den Byzantiner ja auf unserer Seite. Byzantiner fressen Goten eigentlich zum Frühstück. Also, das ist wahrscheinlich nicht ganz so notwendig, dass ich hier so ganz krass mit reingehe, aber ich glaube. Diese paar Ritter haben schon so viel ausgemacht, gerade dass die beiden, die mit den Türmen gegenseitig und den Dorfbewohner gegenseitig bekämpft haben, war dann doch ausschlaggebend, dass da ein paar Ritter dabei waren. Hat durchaus geholfen. Ja, dann kann ich jetzt eigentlich mal so ein bisschen schauen, ob ich beim. Gut, ich bräuchte hier Speed auf den Pferden. Ob ich beim. Bei der Pocket so ein bisschen was anrichten kann, aber. Ja. Wir können mit den Rittern wirklich ganz ruhig angehen lassen. Noch gar keine weiteren Holz-Upgrades hier. Schön drauf da. Oh, hier kriegen wir noch mehr Kills. Von der Orange, die ich mitmache, weiß ich nicht, aber drauf da schön. Ja, raus, raus. Da müssen wir nichts mehr machen. Der ist tot. Das Feld-Upgrade kriegen wir hier umsonst. Das ist auch in Age of Kings noch so gewesen. Schon so gewesen. Wo ist unser Hausbauer? Der ist wieder hier gelandet. Auch immer Marktplatz. Ja, ich weiß, wenn er jetzt die Kamele hat, dann kann ich recht schlecht nur weglaufen. Jetzt sehe ich einen Ritter. Gucken wir mal, ob da noch Kamele dazukommen. Keine Upgrades schon mal, aber da ist ein Kamel. Ein Kamel ist immer erstmal nicht so schlimm. Ich hole mir das Geschwindigkeits-Upgrade, dann kann ich halt jetzt zur Not auch weglaufen. Jetzt mein Kollege ist in der Ritterzeit. Da wird der Graue lange nicht sein. Oh, interessantes Symbol. Wahrscheinlich haben sie das Originalsymbol irgendwie nicht mehr in die Mod reingekriegt. Interessant. Was geht hier ab? Der Seite. Oh. Ist nicht ganz so eindeutig.
Eher so aus. Oh, tatsächlich. Genau andersrum. Vielleicht muss ich hier helfen, tatsächlich auf der Seite. Dann gehe ich doch mal wieder ein bisschen in Militärproduktion. Ich glaube, auf der Seite sollte ich helfen. Aber nicht, also wenn ich so ein paar Kills for free kriege, nehme ich die aber natürlich trotzdem mit. Das ist keine Frage. Nö, nee, kriegst du nicht. Aber jetzt, wenn wir uns mal anschauen, zwischen Grau und dem Gelben, das sind so unsere Bottom Scores, liegt da schon noch einiges. Auch wenn. Was hat mein Orangen eigentlich verbrochen, dass der so wenig Punkte hat im Vergleich zum. Wer ist denn das? Achso, das sind ja die beiden Pockets, klar. Nee, sorry, das war eine dumme Idee. Kein schlauer Gedanke. Ja, ich denke, wir stehen ganz gut da. Wir müssen nur den. Gelben hier jetzt ein bisschen beschützen vor dem Heron. Ja, bin auf dem Weg. Keine Sorge, mein Freund. Warum baue ich mir eigentlich nicht noch mehr Dorfzentren? Die kosten dann nichts quasi. Interessant das Bot, warum baut er das nicht direkt hier dran? Da wäre ich bei Niedrig-Elo-Sektor ja direkt kritisch dran. Oh, was machen die hier oben? Achso, das ist mein Scout, okay. Warum baut er denn hier ein Dorfzentrum? Meine Güte, der will aber auch wirklich auf die Fresse kriegen. Etwas Nahrung, bitte. Ja, und dann noch mal. Achso, das ist meiner, ja. Aber der ist jetzt damit beschäftigt, den Grauen wirklich komplett zu zerstören. Ja, das hier müsste reichen, um jetzt erstmal den Hellblauen so ein bisschen von Aggression gegen meinen gelben Kollegen abzuhalten. Etwas Holz, bitte. Hoffe ich mal. Oh, jetzt ist. Also ist mein Kollege zumindest. Der ist in der Imperialzeit, sehr gut. Wir bauen uns auch mal entsprechende Gebäude. Und wir. Fangen mal mit dem Handel an. Ja, den kriegen wir schon beschützt, unseren gelben Kumpanen. Und was macht der wieder so? Der baut hier fröhlich Militär und hilft dem. Eben nicht. Interessant. Bin ich ja nicht so ein Riesenfan von. Haben wir noch irgendwas, was wir hier erforschen müssten? Ach, es gibt ja dieses Upgrade für die schnelleren Handelskarawanen gar nicht. Natürlich ein bisschen schade. Kämpft er hier gegen den Grünen? Braucht er dabei Hilfe? Er hat ja eigentlich billige Pikiniere. Da gehe ich da jetzt mit rein. Der ist jetzt in der Imperialzeit. Ich sag mal, ich bleib mal mit dem hier. Und mache währenddessen
meine weitere Produktion zu Hause. Du hast dich hier eingemordet oder was? Ja. Sieht aber so aus, ob der Lilane jetzt auf der Seite hier aktiv hilft. Aber ich bleib mal hier, würde ich sagen. Der Orangene ist aktuell noch nicht so unter in Bedrängnis, dass der mich jetzt gut braucht. Aber ich. Meine ganze Produktion kommt jetzt zu ihm. Etwas Holz, bitte. Nö, ich geb dir gar nichts. Ja, ich habe leider nur langsame Handelskarten, das heißt, es dauert hier eine Weile. Etwas Holz, bitte. Eigentlich müsste das ja, wenn die Skorpione mal schießen würden, hier reichen für uns. Aber ich habe das Gefühl, die machen gar nicht so viel. Ja, ihr kommt schon klar hier, oder? Oder muss ich darüber? Ich hole mir doch mal das Upgrade hier für die günstigeren Tribute an meine Kumpanen. Burgen für entsprechende Upgrades sind auch nicht schlecht. Also ich habe das Gefühl, hier kommt nicht so viel Armee von den Lilanen. Jetzt chillt hier nur so ein bisschen. Ja, ich mache jetzt die Upgrades, dann kriegst du Holz. Alles gut. Ja, das wird hier zurückgepusht von den beiden. Und hier kommt jetzt gerade nichts mehr auf der Seite, wie es aussieht. Ja, doch nochmal wieder rüber. Der Paladine hier. Ja komm, dann wenn das so ist und der das hier der Grüne aktuell nicht auf der Seite mitkämpft, dann gehen wir wieder hier hin. Ja, ich bin auf dem Weg. Dauert eine ganze Weile, bis die da sind. Krass, dass sie jetzt hier wirklich Hilfe brauchen, ehrlich gesagt, weil. Na ja, gut. Alles weitere kommt hier hin. Ja, gibt tatsächlich keine Spezialtechnologie. Interessant, das war mir überhaupt nicht klar. Das, neu. Wer braucht immer Holz, der Orangene? Bitte schön. Das hat mit Holz-Upgrades, wird keiner mehr. Ah, die Upgrade braucht aber echt Jahre, meine Güte. Ja, ich komm der Sache näher. Also wir sind ja, auch wenn der Gelbe immer noch ziemlich down ist, hier immer noch in einem effektiven 3 gegen 4, würde ich noch sagen. Weg. Er hat jemand eine Reliquie gespendet, interessant. Fällt mir jetzt natürlich auch ein, schlau wie ich bin. Die werden ja wahrscheinlich auch Handel haben. Wenn der Handel so langsam ist, kann man dann deutlich leichter abschlachten. Oh, hier ist auch schon ordentlich die Party.
Ja, die lasse ich mal wütend, die machen das, die schaffen das schon. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, tatsächlich gibt es eigentlich überhaupt keine Upgrades. Gibt es viel weniger Technologien tatsächlich. Wäre es denn, wenn wir dem einfach mal alles, was wir so im Überschuss haben, zukommen lassen? Ich schaffe das dann auch nochmal in die Imperialzeit. Das haben wir uns hier natürlich schön gebaut. Laufen wir direkt durch die Burgen durch, aber egal, wie gehen wir jetzt hier? Ich will da einfach so ein bisschen in die Wirtschaft von den beiden Pockets rein. Passt schon. Und ihr könnt natürlich hier drum und ihr bietet hier so ein. Haben alle ihren Spaß. Das Gefühl, unter den Umständen braucht man tatsächlich noch mal mehr Handelskarren, als man normalerweise brauchen würde in einem modernen Spiel. Nicht so viel Holz verkaufen, ne? Und eiert der Orange eigentlich. Ah, der kümmert sich immer noch um den Grauen. Jetzt. Ah, der hat es ja mal in die Ritterzeit geschafft sogar. Dann. Ja, wenn die Karren so langsam sind, kann man die jetzt deutlich einfach abschlachten. Etwas Gold, bitte. Schön Burgen bauen. Ah, jetzt ist aber natürlich auch so, dass die einfach die ganze Zeit schön ihre Dorfzentren spammen, auch wenn die keine wirkliche Wirtschaft mehr haben, einfach weil sie keine Steine dafür brauchen. Der ist Japaner, ja gut, das ist Infanterie. Wir, wo gehen wir denn damit mal hin? Einmal vielleicht ganz außenrum in die Ecke. Dann können wir auch mal unsere Produktion hierhin verlegen. Der Gelbe ist jetzt zumindest auch mal aktiv am Start tatsächlich, hat sich ganz gut erholt. Der ist in einer Stadt. Was ist das eigentlich für ein Werk hier von Orangen? Baut einfach Türme in der Pampa. Ah, interessant. Ja, vielleicht ist es tatsächlich unter diesen Umständen deutlich schwieriger, jemanden noch auszulöschen komplett, weil die sich ständig mit irgendwelchen zusätzlichen Dorfzentren in die Ecken verkriechen. Aber kostet immer noch 275 Holz, also kann man auch nicht wirklich umsonst bauen, die Dinger. Aber sehr nah dran zumindest an umsonst. So, wo sind die Handelskarren, meine Freunde? Ja, da sind sie. Wirtschaft. Lecker, lecker, lecker. Immer auch so erstaunt, dass die Skorpione von den Liedern so wenig anrichten gefühlt. Ich würde eigentlich meinen, wenn die Paladine da zum Schutz haben, dass die deutlich besser performen müssten, aber gut. Ah, es stimmt aber hier schon mal ganz ordentlich der Handel von Grünen oder von beiden wahrscheinlich. Ups, warum habe ich jetzt hier verleert? Keine Ahnung. Hier wird nicht. Wie viel Handelskern haben wir eigentlich? 24, aber das ist nicht viel.
Na, so viel Gold nicht mehr da, wir haben noch ein bisschen was. Brauche ich nicht ganz so viele Karten. Der Orangene macht seinen Push doch wirklich sehr langsam. Ich gehe mal hier auf ein bisschen schnelleres Spiel, weil ich glaube, das kann man schon als abgehakt durch aus anerkennen. Halt mal jemand eingestehen von den Gegnern. Also nochmal zur Erinnerung, das ist nicht die Original-KI, das heißt, die müssten eigentlich sich modern verhalten, was das Einschätzen der eigenen Siegchancen angeht. Aber ich weiß auch nicht 100%, wie das da läuft. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier langweilig zum Zuschauen ist, wenn ich den ganzen Tag nur Ritter spamme, aber das ist so die essentielle Frankenerfahrung natürlich. Zwei haben sie schon mal aufgegeben, wunderbar. Weil die immer noch weiter Spenden haben hier. Bitteschön. Also es fühlt, also klar, wir sind ja immer noch in der Definitive Edition, das heißt letzten Endes fühlt es sich wie ein Spiel aus der Definitive Edition, aber ich finde es irgendwie einfach erfrischend, nur noch diese klassischen Völker zu haben, das ist ein bisschen reduzierter einfach, es gibt weniger Technologien, weniger Sachen, auf die man achten muss, weniger so irgendwie kleine Details, sag ich mal, die irgendwie, die man sich merken muss, weil mittlerweile haben wir ja 50 Völker oder sowas. Also schon einige Sachen dabei, die man im Kopf haben muss manchmal. Deshalb, also mir gefällt es sehr gut. Age of Conquerors, die erste Erweiterung, die habe ich halt einfach aus eigener Erfahrung dann doch nochmal ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Die wird, wenn es das dann geben wird als Mod, glaube ich, für mich dann öfter gespielt werden. Aber auch das hier würde ich wunderbar. Es gab ja auch mal so ein Turnier, wo ich ein bisschen mitgespielt hatte, wo nur diese ersten 13 Völker verwendet werden durften. Das war auch cool. So ein bisschen Back to the Roots, einfach immer nice. Muss natürlich nicht übertreiben, also ich will jetzt überhaupt, dass die neuen Völker keinen Stellenwert oder keinen Mehrwert hätten. Aber ja, ich denke, es ist nachvollziehbar, wie ich es gemeint habe. Ist echt nur der Blaue dabei, ja, ne? Ein Sammelpunkt gewesen. Oh, ja. Gab's eigentlich Spione? Gab es, ja. Aber der gibt's doch auf, wunderbar. Ich glaube, jetzt habe ich gerade wieder die Führung an den Lilan abgegeben. Tatsächlich. Der hat wahrscheinlich extrem viele Gebäude abgerissen. Aber ich wage zu behaupten, dass ich am meisten Einheiten getötet habe. Schauen wir mal. Ja, der hat 56 Gebäude abgerissen. Ich habe nur 11. Und die waren alle aus Versehen, nehme ich mal an. Bis auf das eine Dorfzentrum. Ja, aber natürlich am allermeisten gekillt. Sonst nichts Überraschendes dabei, denke ich mal. Ja, das einzige, sag ich mal, in Anführungsstrichen Problem ist, dass es das halt nicht übersetzt gibt und dass die KI natürlich eigentlich für die neuen Versionen geschrieben ist, aber ich glaube nicht, dass das einen Riesenunterschied in der Performance wirklich macht, effektiv. Deshalb, ja, also mir gefällt es extrem gut. Das Ganze kann man sich ganz einfach im Mod-Center runterladen. Ich kann es mal kurz zeigen einfach, hier unter Mods. Einfach nur Age of Kings heißt der Spaß. Und ja, hier sehen wir auch nochmal von Flu's World und Your Life. Ich kann kein Finnisch, ich weiß nicht. Oder ich glaube, der war Finne, ne? Ich glaube schon. Ja, die beiden haben das jedenfalls federführend gemacht. Schaut doch mal auf deren Kanal vorbei. Also ich werde das nochmal verlinken. Die haben das auch nochmal erklärt und ihre zukünftigen Pläne dazu. Da könnt ihr es euch runterladen, wenn ihr danach sucht. Ja, und mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich wünsche euch einen wundervollen weiteren Tag oder weitere Wochen sogar. Ich bin mal großzügig. Viel Spaß bei was auch immer ihr tut.